Hallo und herzlich willkommen zu Milans Backwelt. Ich möchte heute ein Quarkbrot backen. Wie ich das mache, zeige ich euch jetzt. Für mein Quarkbrot habe ich mir Folgendes hergerichtet. Ich habe mir 500 Gramm Weizenmehl hergerichtet. Das Quarkbrot könnte man auch mit Roggen backen, aber das Problem bei Roggen ist, das ist ja doch schon sehr geschmacksintensiv. Das würde dann quasi man würde den Quark gar nicht merken. Also würde es eigentlich gar keinen Sinn machen, so ein Brot zu backen. Was noch natürlich geht, das wäre mit Dinkel. Das ist in der Planung, das mache ich bald. Aber jetzt will ich es euch erstmal mit Weizen zeigen. Und dafür habe ich mir 500 Gramm Weizenmehl hergerichtet. Um die Frischhaltung etwas zu verbessern, habe ich mir auch 200 Gramm Roggenmehl hergerichtet, ohne Sauerteig. Also Sauerteig habe ich zwar schon, aber jetzt kein Roggensauerteig. Denn das Roggenmehl bindet mehr Wasser als Weizen. Das heißt, hier bekomme ich mehr Wasser in den Teig. Das Gluten vom Weizen hilft dem Roggen trotzdem eine gewisse Stabilität zu bekommen. Das heißt, die zwei Mehle passen heute recht gut zusammen. Das sind 200 Gramm Roggenmehl. Dann habe ich mir noch Quark hergerichtet. Das sind 200 Gramm Speisequark. Gebe ich dazu. Das gibt dem Teig einfach einen besonderen Geschmack, hält ihn auch länger frisch, weil hier natürlich auch Feuchtigkeit drin ist. Da ist auch Fett drin, verbessert natürlich den Geschmack etwas. Dann habe ich mir noch einen Weizensauerteig hergerichtet. Da habe ich mein Anstellgut. Ich fütter das immer mit Roggen an. Also ich habe immer ein Roggenanstellgut im Kühlschrank. Das habe ich gestern hergenommen. Da habe ich 150 Gramm Weizenmehl mit 100 Milliliter Wasser vermischt und dazu einen halben Esslöffel Anstellgut dazu gegeben. Habe das vermischt, habe es jetzt ungefähr 16 Stunden stehen lassen und ihr seht es hier. Hier ist es am Blubbern, ist ein richtig schöner Sauerteig geworden. Sehr mild im Geruch. Sehr schön, schaut euch das an. Sehr gut. Toller Sauerteig. Den werde ich auch dazu geben. Der Sauerteig verbessert natürlich den Geschmack, die Frischhaltung. Das Brot bleibt wirklich länger frisch. Wenn ihr jetzt keine Hefe verwenden wollt, würde der Sauerteig auch reichen, um ohne Hefe zu arbeiten. Ich möchte das Brot aber heute noch backen, deswegen werde ich ein bisschen Hefe dazugeben. Ich habe mir hier jetzt 10 Gramm hergerichtet. Dann habe ich mir 15 Gramm Salz hergerichtet. Dadurch, dass der Quark so ein bisschen Salz aufnimmt, kann man da ruhig ein bisschen mehr Salz nehmen. Und ich habe mir noch 400 Milliliter Wasser hergerichtet. Ob ich da jetzt genau die passende Menge hergerichtet habe, weiß ich noch nicht. Denn der Sauerteig ist ja sehr unterschiedlich. Immer, also selbst wenn ihr jetzt ganz genau mein Rezept nachmacht und bei euch ist es ein bisschen wärmer als bei mir, wird der Sauerteig etwas flüssiger oder es ist kälter, dann wird er etwas fester. Das heißt, ihr müsst etwas mehr Wasser dazugeben oder weniger. Da müsst ihr immer so ein bisschen, ich würde mal sagen, die 400 als ungefähr nehmen. Und halt immer selber nachjustieren. Ich werde jetzt mal komplett alles dazugeben, denn ich möchte schon, dass es ein bisschen weicherer Teig wird, aber das seht ihr dann gleich nach dem Kneten. Ich werde den jetzt von meiner Maschine ungefähr 4 Minuten vermischen lassen, ganz in Ruhe, und dann noch ungefähr 7 Minuten bei der zweiten Stufe kräftig kneten lassen. So, mein Brotteig ist jetzt gut geknetet worden. Er ist ein bisschen weicher, aber ich will ihn eh im Gärkorb backen, deswegen ist das überhaupt kein Problem. Ich werde den jetzt einfach nur in der Schüssel einmal zusammenputzen und ihn hier einmal anspringen lassen, denn die Hefe braucht jetzt ein bisschen Zeit, damit sie ihre Arbeit aufnehmen kann, dass sie sich vermehren kann. Dasselbe gilt natürlich auch für den Sauerteig, der muss sich natürlich auch vermehren. Und jetzt kann er ungefähr 45 Minuten an einem warmen Ort stehen bleiben. 45 Minuten später ist mein Brot richtig schön angesprungen. Jetzt nehme ich mir etwas Roggenmehl, gebe es auf meine Arbeitsfläche und tue
den Brotteig raus. Wenn ihr jetzt keine Hefe verwendet habt, sondern nur mit Sauerteig lockert, dann könnt ihr das Brot locker, ich würde mal sagen, 3 Stunden in der Schüssel lassen und ihn dann erst zum Brot formen. Denn die Zeit braucht der Sauerteig mindestens, um sich richtig zu vermehren. Ich werde jetzt meinen Gärkorb nehmen, auch mit Roggenmehl gut stauben. Wenn ihr jetzt keine Hefe verwendet, dann solltet ihr ein Baumwolltuch nehmen und hier in die Form tun, denn da wird ja das Brot doch etwas länger drin sein und mit Baumwolltuch bleibt es sicher nicht kleben. Jetzt werde ich es einmal kurz rund wirken. Schön einmal die Gänge kaputt machen von der Hefe und vom Sauerteig. So muss sie quasi nochmal von vorne anfangen. Dann werden die Gänge etwas feiner, nicht so grob. Denn je gröber die Gänge werden, also je größer, desto schneller trocknet das Brot aus. Und das ist ja natürlich das, was ich auf keinen Fall haben möchte. Ich denke, ich werde das Brot heute einschneiden. Deswegen werde ich den Schluss nach oben tun. Denn normalerweise, also wenn ich jetzt will, dass der Schluss aufreißt, würde ich hier ein bisschen mehr Mehl einarbeiten und den Schluss dann nach unten tun, damit er dann schön aufreißen kann. Aber wenn ich es einschneide, baue ich oben eine schöne Fläche. Deswegen kommt der Schluss nach oben. Jetzt decke ich es nochmal zu und lasse es je nach Raumtemperatur ungefähr 1 Stunde bis Stunde 15 stehen. Und dann kommt es in den Ofen rein. Bei mir ist jetzt ganz genau 1 Stunde vergangen. Man sieht, das Brot ist richtig schön hergegangen und ist bereit für den Ofen. Den habe ich auf 230 Grad auf Ober- und Unterhitze gestellt. Ich habe auf den Ofenboden ein Blech gelegt. Auf das werde ich gleich ungefähr 200 Milliliter Wasser schütten, um Wasserdampf zu erzeugen. Das Wasser verdunstet und legt sich aufs Brot, hält die Kruste etwas länger feucht. Das Brot kann noch etwas schöner aufreißen und nach 5 Minuten werde ich das Blech mit dem restlichen Wasser herausnehmen und den Ofen auf 200 Grad zurückschalten. Also jetzt habe ich hier das Wasser, mein Messer und jetzt werde ich erstmal das Brot herausstürzen. Ich hoffe, dass es ohne Probleme rausgeht. Sehr schön, überhaupt kein Problem. Einschneiden, mache einfach nur diese Striche rein und jetzt durch den Ofen rein. So, mein Brot war jetzt ganz genau 1 Stunde im Backofen und was soll ich sagen, es ist fast explodiert. Schaut euch mal diesen Brocken hier an. Also als ich reingeschaut habe, habe ich mich selbst erschreckt, weil ich mir dachte, was ist da los? Da habe ich doch tatsächlich unterschätzt und es war doch mehr Spannung im Teig, als ich erwartet habe. Und dafür habe ich dann im Endeffekt zu wenig eingeschnitten. Das seht ihr hier. Hier ist es kaum aufgesprungen, weil die Schnitte zu nicht tief genug waren. Und dafür hat sich dann das Brot quasi die weicheste Stelle ausgesucht. Und das sind hier die Seiten. Und da ist es aufgesprungen. Ich finde jetzt nicht, dass es ein optischer Makel ist. Wer jetzt sagt, ihm gefällt es nicht, dann muss er natürlich tiefer einschneiden. Wenn ich das jetzt vorher geahnt hätte, dass da wirklich so viel Spannung ist, hätte ich es natürlich auch tiefer eingeschnitten. Aber man lernt ja nie aus. Ich finde trotzdem, dass es richtig toll ausschaut. Schaut mal die Backfarbe an. Oh, das riecht richtig toll. Da bin ich wirklich auf den Anschnitt gespannt. Jetzt lasse es komplett auskühlen und dann schauen wir mal, wie es von innen ausschaut. Mein Brot konnte jetzt komplett auskühlen und ich bin echt begeistert, wie es ausschaut. Schon mal von unten an, eine richtig tolle Backfarbe, richtig schön aufgerissen. Jetzt wollte ich es mal anschneiden. Ich hoffe natürlich auf eine etwas knackigere Kruste, auf ein nicht zu grobes Porenbild und natürlich, dass es durchgebacken ist. Ja. Das hört sich schon mal sehr gut an.
Oh ja. Im Grunde ist natürlich ist sowas toll, wenn man so ein Brot aufschneidet und man sieht sowas dann, sagt man, oh, das ist geil, das ist ein richtig tolles Brot. Das hier sieht natürlich toll aus, aber eigentlich ist es für so ein Brot nicht gut, denn ihr seht hier diese Riesenlöcher, da sammelt sich ziemlich viel Luft, die entweicht jetzt. Das heißt, die Luft, die entweicht, die nimmt immer etwas Feuchtigkeit mit und natürlich trocknet das Brot schneller aus, als es jetzt zum Beispiel austrocknen würde bei solch einem Porenbild. Oder hier. Hier ist es deutlich feiner. Da trocknet es eher langsamer aus als jetzt hier. Aber als Anschnitt ist das natürlich schon richtig toll. Oh, Geruch super, richtig schön nach frischem Brot. Nach frischem Quarkbrot. Also ich würde sagen, probiert es aus, backt es nach. Ich glaube, das werdet ihr nicht bereuen. Und wir mal schauen, wie es bei euch geworden ist. Vielen Dank fürs Zuschauen.